Erster Start nach x Tagen. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir eine ganz, ganz alte Bandsäge gekauft und habe sie vom Schrott gerettet. Und die hat wieder ganz, ganz viel Potenzial, dass ich sehr, sehr viel lernen werde. Unter anderem geht es heute mal um das Getriebe. Denn leider kann man die Bandsäge derzeit nicht benutzen. Ich habe es auch noch nie laufen gesehen, weil das Getriebe so einen kleinen Schaden weg hat. Ich werde es euch ein bisschen genauer zeigen, denn das Getriebe an sich ist nicht kaputt, aber ein wesentliches Bauteil, damit das Getriebe an sich funktionieren kann, werde ich euch mal kurz zeigen. Also wir haben ja hier diese Kipphebel, mit denen wir halt eben die Getriebeeinstellung verändern können und somit auch die Geschwindigkeit, was später am Sägeband ankommt, dass wir die halt eben verändern können. Jetzt ist das bei diesem Getriebe so gelöst. Wir haben hier dieses Schneckenrad und das überträgt halt eben diese Drehrichtung von dieser axialen Richtung auf diese Richtung. Das bedeutet, wir haben hier einen Antrieb und müssen das Ganze einmal um 90 Grad drehen, damit wir diese Drehung auch auf unser Sägeband im Prinzip übertragen können. Und damit das Ganze hier halt eben zusammen bleibt, ist hier unser Getriebedeckel oder die Getriebeabdeckung. Da haben wir hier einen Passstift, damit das Ganze passend reingesteckt werden kann. Und wir haben hier dieses essentielle Bauteil. Da ist ein Kugellager drin. Das Ganze mit dieser Auswölbung wird nach innen gestülpt. Und das Ganze ist halt leider, leider gebrochen. Was bedeutet, dass ich das Ganze halt eben erst reparieren muss, damit ich das Ganze benutzen kann. Hi Leute, hier eine ganz, ganz wichtige Information. Und zwar für alle die, die gerne drechseln. Endlich sind die fortgeschrittenen Kurse, die Schalenkurse, vorbereitet. Ihr könnt einen Kurs buchen und könnt sehr, sehr gerne vorbeikommen. Und da könnt ihr einfach mal auf einen Kurs klicken. Da bekommt ihr ganz viele Informationen. Da ist auch ein kleines Video, wo ihr dann halt eben seht, was halt eben vor Ort dann passiert, wieso der Drechselkurs abläuft. Und genau, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen entsprechenden Link und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich habe jetzt hier schon mal ausprobiert, das Ganze zu schweißen. Also diese Schweißnaht ist noch von früher. Und das hier ist jetzt meine. Ich kann euch nicht sagen, ob das hier so wirklich korrekt ist und eigentlich halten könnte, aber das macht hier einen sehr, sehr guten Eindruck, weswegen wir das heute einfach mal bei der kompletten Klappe probieren werden, ob wir das so wieder zusammenbringen können. Weil dieses Teil hier war eigentlich auch abgebrochen. Wir sehen jetzt hier einige Teile von unserem Getriebedeckel. Der kommt etwa hierher und dieses Teil kommt hier oben hin. An diesem Teil habe ich auch schon die ersten Schweißversuche gemacht, was halt eben super funktioniert hat. Naja, das muss doch irgendwie möglich sein, das hier wieder zusammenzupacken. Ich kann es euch noch nicht genau sagen, wie, aber es sollte doch irgendwie schaffbar sein. Jetzt hilft erstmal nur eins, und zwar ist das Sauberkeit. Das Schwierigste wird wohl sein, alles auszurichten, sodass es halt auch eben passt. Weil das ist natürlich super wichtig, dass später alles nochmal richtig fluchtet und ich nicht alles verschweiße. Ich bin ja quasi Step by Step vorgegangen. Ich habe erstmal immer so probiert, passt das überhaupt so wieder zusammen? Das Ganze hat dann anschließend funktioniert und dann habe ich mich um die ehemaligen Schweißnähte gekümmert. Da habe ich zum Beispiel überall eine große 45-Grad-Faser angeschliffen, damit mein Schweißzusatzmaterial später auch Platz hat, dass ich die Naht halt eben reinlegen kann. Beim Gussschweißen gibt es eine essentielle Sache, und zwar ist das so die Wärmebehandlung, damit das Ganze möglichst wenig Spannung in sich bildet und wir später keine Spannungsrisse bekommen. Deswegen habe ich vorher alles einmal erhitzt, damit alles so ein bisschen auf Grundtemperatur kommt. Danach bin ich Stück für Stück vorgegangen und habe die gebrochenen Stellen mit Wick und mit Stahlzusatz nochmal geschweißt. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe das alles jetzt langsam über Nacht abkühlen lassen und hier diese Schweißnaht, die ist wirklich richtig gut geworden und die hält auch wirklich super gut, da haben wir keine Kälterisse. Aber hier in dem Mittelstück, da habe ich wohl ein bisschen zu viele Schweißnähte hintereinander gesetzt, da haben wir halt eben jetzt ein paar Kälterisse. Und auch hier sehen wir, dass die Risse von dem damaligen Bruch, die sind jetzt hier auch noch ein bisschen weiter gelaufen und da müssen wir jetzt halt noch ein bisschen was dagegen tun. Ich habe hier diese Druckluft angesteuerte Feile und die muss ich jetzt einmal hier ein bisschen frisch machen, dass ich die gleich einmal benutzen kann. Musik.
dieser komplette Prozess des Schweißens hat mich schätzungsweise einen halben Tag gekostet, weil ich auch hier Schritt für Schritt immer vorgegangen bin und mich an manche Dinge wieder herantasten musste. Gerade was die Hitze angeht, ist das, wie gesagt, extrem wichtig. Das Bauteil muss auf Hitze sein, damit halt eben beim Schweißen nicht punktuelle Hitze entsteht und halt eben dadurch später Kälterisse entstehen. Da habe ich auch leider einige in meinem Schweißbild drin, aber es hat dennoch unterm Strich funktioniert. Das Klopfen ist übrigens dafür gedacht, dass man die Spannung auf diese Art und Weise halt eben rausbekommt. So, der Getriebedeckel konnte jetzt abkühlen. Bevor wir da aber die Lager gleich nochmal einpressen, kümmern wir uns erstmal hier um dieses Bauteil, weil ich will das später einmal zusammenbauen und im besten Fall nie mehr öffnen. Und da müssen wir uns erstmal hier um diesen Antrieb noch kümmern. Das ist jetzt quasi die Umlenkung von dieser Drehrichtung und diese Drehrichtung, dass wir unser Bandsägerad halt auch eben andrehen können. Da sitzt halt eben hier dieses Kunststoffrad drauf. Und ich glaube, das hat es halt so ein bisschen mitgenommen, als das Ganze runtergerutscht ist. Da haben wir nämlich auch ein bisschen Spiel drin. Aber da können wir jetzt auch nicht so viel dran ändern. Ich glaube, wir drehen erstmal hier diesen Grat runter. Leider sind die Passfedern noch nicht angekommen, deswegen mache ich es mal wieder auf die altmodische Art und Weise. Ich stelle mir einfach selber eine her. Ich habe mir hier ein bisschen 6er Material ausgeschnitten und das Ding ist, weil alles so ausgenudelt ist, dann passen diese 6 mm hier eigentlich ganz gut rein, hier nicht mehr. Aber ich werde es jetzt damit einfach mal probieren, was ich halt eben habe. Da müssen wir deine Kamera machen. So, als nächstes baue ich hier alles wieder ein und ich packe hier auf die Kugellage jetzt direkt noch mal ein bisschen Fett drauf. Alter, das ist wieder zusammengebaut, geil. So, als nächstes muss ich noch hier unten diesen Schneckenantrieb ein bisschen abändern, denn ich will vorne ein Loch reinbohren und dann Gewinde reinschneiden, damit ich vorne eine Sicherungsschraube ranpacken kann, damit das Ganze sich niemals vorne runterdreht. Also vorne das Antriebsrad für halt eben das Sägeband. Als nächstes können wir mal probieren, alles wieder zusammenzubauen. Das war jetzt ungefähr 1,5 Tage Arbeit und ja, jetzt probieren wir einfach mal aus, wieder alles miteinander zu verbinden. Das war tatsächlich schon der erste Streich und der zweite folgt zugleich nach dem Motto. Das ist halt jetzt super, super spannend. Ich mache erstmal einen Trockenversuch. Alter. Könnte sogar echt nur funktionieren. Passt. So, jetzt kommt der große Moment gleich, würde ich sagen. So, dann kann man als nächstes jetzt mal anfangen, alles fettfrei zu machen, dass wir die Dichtung, die neue, dass wir die gleich draufpacken können. Weil das hier oben leider alles nicht mehr so richtig plan ist, gerade hier in diesen beiden Ecken, habe ich mir auch flüssiges Dichtmaterial gekauft. Ich hätte mir auch im Prinzip eine Papierdichtung zuschneiden können, aber hier das ist das Derco HT, da ist mir das ein bisschen lieber. So, der Deckel ganz einfach da drauf. Nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger. Haha, geil. How to destroy a drill. So,
So, jetzt kommt der große Moment, Alter. Wenn ich es jetzt festschraube und jetzt irgendwas knacke tut, dann kotze ich so hart im Strahl. So, jetzt noch hinter die Shell. So, als nächstes müssen wir hier nochmal das ganze Teil ein bisschen reindengeln, denn das ist zu weit draußen. Hinten ist nämlich eine Scheibe, mit der man das Ganze halt eben nämlich passend beiziehen kann. Und das passt jetzt noch nicht so ganz. Ich drehe das auch extra, weil dieses Schneckenrad, das würde ja sonst verkeilen. Weil jetzt kann ich mich hier diese Scheibe nehmen, das ist Linksgewinde. Das kann ich hier aufschrauben. Ich meiße auch mal einen langsamen Gang rein, damit ich da mehr Widerstand habe. Wenn das halt, dann bin ich echt der glücklichste Mensch auf Erden heute. Der große Moment. Jetzt brauchen wir ein bisschen Getriebeöl. Nicht wundern, ich werde das jetzt am Anfang, werde ich das einfach ziemlich genau auffüllen. Und später, wenn die Maschine ein bisschen gelaufen ist, werde ich das sowieso wechseln, weil da ja noch Dreck unten im Getriebe ist. Unten ist übrigens ein Guckloch. Das ist normalerweise bei solchen Maschinen, dass das einfach eben ist. Und dann ist das auch schon gut. Daran orientiere ich mich jetzt ein bisschen. Alter, bin ich gespannt. Jetzt drehen wir das ganze Ding erstmal von Hand. Würde ich sagen, geben wir mal Saft, was der so sagt. Erster Start nach x Tagen. So, ich meiß die Bandsäge mal nochmal an. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, ich muss den Deckel auch nochmal abmachen. Denn das Ganze nagelt mir hinten ein bisschen zu viel tatsächlich da hinten an der Welle. Die wird auch heiß. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, woran das liegt. Ich werde es jetzt mal nochmal anmachen und dann hört ihr es ja auch. Wenn man das mal entkuppelt, hört man nämlich auch direkt, wie leise die eigentlich ist. Die ist nämlich tatsächlich super leise. Außer wenn halt eben hinten dieses Teil hier eingerastet wird. Es gibt da so eine kleine Einstellmöglichkeit. Man kann nämlich hier das Teil, da ist eine Scheibe drauf, das Ganze kann man nämlich also so leicht verstellen. Ich habe das jetzt gelöst und habe es mal mit Hammerschlägen rüber bewegt, aber dann hat sich das von automatisch wieder in meine Richtung bewegt. Ich schätze mal, vielleicht wird es sowas sein, aber ich weiß es nicht genau. Ich werde sehr wahrscheinlich, wie gesagt, die Maschine jetzt erstmal so ein bisschen weitermachen, dass ich mal was mitschneiden kann. Und vielleicht werde ich dann im Anschluss dazu, werde ich das Ganze nochmal lösen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wenn die dann so stundenlang läuft, dass die Vibrationen halt eben diesen Gussdeckel wieder kaputt machen, weil da halt eben ganz viele Vibrationen dann über einen ganz langen Zeitraum halt eben auftreten würden. Nichtsdestotrotz läuft die Bandsäge jetzt erstmal. Wie gesagt, ich habe noch nie Guss geschweißt, generell Wick geschweißt. Das ist auch so das erste Projekt, was ich gemacht habe. Jetzt mal noch ein bisschen schauen, was man da vielleicht einstellen kann, dass das irgendwie besser läuft. Also ich habe auch noch nie so eine Schnecke irgendwie eingestellt oder. Also es bleibt spannend. Und das soll dann auch damit schon das Ende vom Video gewesen sein. Hier verlinke ich euch noch zwei weitere Videos. Abonniere unbedingt deinen Kanal, damit du weißt, wie es mit der Bandsäge weitergeht. In den nächsten Schritten muss ich ein paar von den Gussteilen außen noch schweißen. Und auf jeden Fall kommt da noch bald schon der Lack drauf. Und da freue ich mich mit am meisten drauf, wenn dann halt eben sich das Problem mit hinten der Welle einstellen lässt. Das ist, wie gesagt, so derzeit noch so, das ist so das größte Problem. Aber das war jetzt ganz, ganz viel Arbeit. Ihr seht, ich bin schon wieder ganz dreckig. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ciao.